Hallo Leute, mein Name ist Alex und ich heiße euch wie immer ganz herzlich willkommen zurück zu einer brandneuen Folge Let's Play Final Fantasy 7. Ich bin gerade bis oben hin vollgestopft mit einem Döner, von daher wundert euch nicht, wenn ich vielleicht ein bisschen müde werden sollte im Laufe dieser Folge, wie das halt nach einer guten Mahlzeit so ist. Tja, ich habe ein wenig zwischendurch gelevelt, weil ich hatte einfach mal Bock drauf und wie gesagt, ich habe euch ja in der letzten Folge gezeigt, wo das wunderbar geht. Und ich habe vielleicht gerade mal eine Stunde überhaupt gelevelt und ihr seht ja, die Levels sind alle hochgesprungen wie sonst was. Cloud ist auf Stufe 31, Barret 28, Aeris 29, die HP und MP Werte sind schön hochgegangen, sodass ich auf jeden Fall erstmal etwas entspannter spielen kann. Aber es ist auch einfach so, dass das mit einer der besten Stellen ist, wo man derzeit leveln kann. Ja, ansonsten nichts Neues, außer höchstens, was gerade vielleicht nicht aufgefallen ist, meine Gil sind in der Zeit auch noch extrem gestiegen. Also wenn ihr gerade Geldprobleme habt an der Stelle in diesem Spiel, solltet ihr auch dort trainieren, denn ihr seht ja, ich habe innerhalb dieser Stunde mal eben 76.000 Gil gemacht. Das ist eine ganz schöne Menge für die kurze Zeit, finde ich. Ja, und ich habe mich übrigens getäuscht gehabt, es war doch der richtige Kerl, der hier transportiert mich aus Jonan hinaus. Und von daher machen wir das jetzt direkt erstmal. Ja, sicher, ruf an. Roger, hey, Taxi. Ich meine, es ist ein seltsamer Name meiner Meinung nach für ein Taxi. Oder generell, Taxi passt nicht ganz. Vor allem, er sagt doch Bootstaxi. Und das hatte mich halt in der letzten Folge ein bisschen verwirrt, aber es ist schon richtig. Aus Junon raus. Aus Junon raus also, pass auf. Und aus dem Hotel, wo ich gerade rausgekommen bin, da kann man halt auch wunderbar speichern. Und für wirklich läppische 30 Gil rasten. Deswegen, wenn ihr da levelt, braucht ihr einfach nur zwei Bildschirme weiter nach links gehen. Und dann kommt ihr zu diesem Hotel. Und da kann man einfach so geil leveln. So, da sind wir jetzt also hier. Und wir suchen jetzt außerhalb von Junon einen speziellen Gegner namens Semzelet. Weil von denen möchte ich einen weiteren Feindeskönnen lernen. Und zwar Weißer Wind. Ein Feindeskönnen, mit dem man endlich mal HP heilen kann. Und zwar sogar im ziemlich großen Stil. Ich weiß gar nicht mehr, wie... War das dieses große Ding? Ich glaube fast schon, oder? Ja, perfekt. Na gut, dann können wir die Kleinen erstmal ausschalten. Warte mal, habe ich Manipulieren überhaupt mit? Oh, habe ich gar nicht drauf geachtet. Na, wenn ich das vergessen habe, dann habe ich es vergessen. Weil das brauche ich für den Kampf. Das werden wir ja gleich sehen. Ach, meine Leute sind alle noch in der hinteren Reihe, fällt mir gerade auf. Was natürlich etwas dämlich ist. Ja, ich habe Manipulieren erstmal schön vergessen, also können wir den Kampf eigentlich direkt beenden. Ach, können wir mal ein bisschen die MP sparen und einfach ein bisschen draufhauen. Genau, die Dinger halten eh nichts aus, gerade im Vergleich zu der Macht, die mittlerweile meine Charaktere einfach innehaben. Ihr müsst bedenken, das war gerade ein kritischer Schlag aus der hinteren Reihe, ne? Hintere Reihe, also nochmal halbiert. So, ein Heiltrank, natürlich immer eine schöne Belohnung. Dann erstmal ganz schnell... Nein, 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 Substanz. Dann werde ich doch mal hier... Wer nimmt denn das? Wer hat denn die zweifelhafte Ehre, das zu tun? Hier, komm, tausch mal Gift aus. Mittlerweile haben wir Bio 2. Ich habe natürlich auch gut AP gesammelt während der ganzen Kämpfe. Manipulieren. Dann darf halt Aeris das machen. Und jetzt suchen wir nochmal einen Semzelet. Was aber nicht allzu lange dauern dürfte. So, immer schön ein bisschen im Kreis fahren. Dub-di-dub-di-du. Einfach nur Geduld haben. Und diesmal ist natürlich kein Zemzolet dabei und ich habe wieder vergessen, die in die richtige Reihe zu stellen. Naja, egal. Passiert. Aber dadurch, dass sie jetzt gerade von hinten angegriffen wurden, sind sie ja automatisch in der anderen, also in dem Fall in der vorderen Reihe, von daher passt das. Zieht euch diesen Schaden rein, herrlich. Ja. Also nochmal, nur diesmal in die vordere Reihe stellen. Und ich versetze einfach mal Barret und Aeris, die brauchen ihre Limits. Mal Zorn. Und gerade bei dem Pissschaden, den sie hier kriegen, ist das eh keine Gefahr. Und nochmal.
Vielleicht haben wir Glück und wir haben diesmal sofort ein Sam-Toilett wieder. Ist wieder typisch, ne, dass ich beim ersten Kampf direkt erstmal vergessen habe, Manipulieren auszusuchen. Huch, hupala, was habe ich da denn? Hellrider VR 2? Hast du irgendwas Cooles? Beklauen wir den mal. Und, ist das gut Schaden? Jetzt haut er uns alle in die hintere Reihe, du willst mich doch verarschen. Affig, ey. Machst du wenigstens gut Schaden? Oh, es hält sich in Grenzen. Egal, komm, den Kerl machen wir fertig. Zieht euch rein, wie wenig das an der Limit, am Limit irgendwie ändert. Ein Heiltrank, oh. Dafür mache ich mir so einen Stress. Okay, okay. Also nochmal. Ab in die Büsche. Sam-Zelett. Oh, liebes Sam-Zelett. Wo bist du nur? Komm heraus. Ich warte auf dich. Da bist du ja. Dö, 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 dö. Okay. Und es sind wieder die Falschen. Okay, scheiß drauf. Madra-Zauber. Echt, beende das fix. Ich hab keinen Bock. Der Schaden ist lächerlich. Das ist... Ah. Müsste eigentlich reichen. Ja, das reicht. Locker. Locker. Na, komm. Jetzt habe ich aber im Gefühl, jetzt wartet ein Zemzit nur darauf, dass wir da rüberlaufen. Jetzt habe ich es richtig im Gefühl, ich spüre es. Ja, ich spüre es. Ich kann es quasi schon vor mir sehen, dieses hässliche Vieh. Alles nur, um ein feines Können zu lernen, aber ein wirklich gutes feines Können, ne? Also es lohnt sich auch. Und wieder nicht, das gibt's nicht. Ah, nochmal Madra-Zauber bitte. Und die Reste werden von den anderen weggewischt. Geht doch. Naja, so macht Ares immerhin ein paar kleine Kills. Und es spielt ja keine Rolle, ob wir starke oder schwache Gegner besiegen. Von daher... Hauptsache Kills. Kills sind Kills. Und Kate Sifs Limit Break muss ich euch auch noch erklären. Der ist eigentlich ziemlich easy mit den Würfeln. Aber das zeige ich euch dann. Und er hat auch nur zwei verschiedene Limit Breaks. Also, sobald er, glaube ich, 40 Gegner getötet hat, kriegt er auch schon seinen zweiten. Ja. Geht bei ihm also richtig, richtig schnell. Ist das jetzt? Ja, geht doch. Hey. So, manipulieren wir das dicke Ding. Sehr gut. Weißer Wind, da haben wir es doch. Geht doch. Warum nicht gleich so? Und damit können wir alle heilen. Jetzt haben wir hier Weißer Wind, 34. Naja, es hält sich in Grenzen. Es ist ein bisschen sehr viel MP. Aber ist eine gute Möglichkeit, auch noch zu heilen. Und, reicht das? Oh, nicht ganz. Dann machen wir mal einen Donnerschlag auf sich selbst. Mal gucken. Oh, er hat keine MP mehr. Ah, na gut, passiert. Jau. Das sind mal Angriffe, ne? Ein stinknormaler Angriff, fast 600 HP. Na gut, es war auch ein kritischer Treffer, aber trotzdem. Ist eine Menge. Gegenüber früher, denkt mal zurück, wie klein wir angefangen haben. Aber es wird sich noch so viel tun später. Oh ja, da kommt noch so viel mehr. Gut, wir haben hier unsere Aufgabe erledigt und wir können jetzt wieder zurück zur Costa del Sol und Gold Saucer und so weiter. Denn wir wollen ja, ihr wisst es vielleicht noch, nach Gongaga. So. Für 10 Gil? Okay. Der ist aber leicht zu bestechen. Für 10 Gil lässt er mich rein? Was ist das denn für einer? Die haben ein ganz schönes Sicherheitsproblem, die Shinra. Und anscheinend werden die echt beschissen bezahlt.
Na, dann mal aufwärts. So, da sind wir und weiter. Ach, die Melodie hält mittlerweile auch ein wenig über, wenn ich ehrlich bin. Ich könnte sie fast schon mitsingen. Aber auch nur fast. Da habe ich irgendwie dann doch irgendwie hier und da Besseres im Sinn, als das mitzusingen. So, der Ladenbesitzer da drüben versucht wieder irgendwelche Leute in seinen kümmerlichen Laden reinzukriegen. Und wir dürfen hier einmal komplett drumherum laufen. Immer schön nach links, immer schön nach links, immer schön nach links. Diesmal brauche ich das Taxi nicht. Vielen Dank. Denn wir wollen natürlich wieder aufs Schiff. Zusammen mit unserem alten, guten Buggy. Muss ich einfach nur einsteigen, oder wie geht das? Ja, okay. Wie praktisch, dass dieses Schiff anscheinend immer nur darauf wartet, dass irgendein blinder Passagier einsteigt. Praktisch. Ich stelle mir das furchtbar kompliziert und anstrengend und stressig vor, so ein Schiff in einen Hafen andocken zu lassen, oder? Ja, ich glaube, es kann mitunter doch ziemlich stressig sein, vor allem wenn am Hafen noch viel los ist und man sehr viele andere Schiffe treffen könnte oder ähnliches. Aber naja, eine automatische Einparkhilfe wird es wohl kaum geben für Schiffe. Zumindest nicht vollautomatisch. Ah, die haben ja 3 Milliarden Instrumente, das wird schon irgendwie funktionieren. So, Costa del Sol. Schön, die Musik wieder gehört zu haben, aber wir müssen weiter. Und da sind wir wieder in unserem guten alten Brummbrumm und weiter geht's. Hier entlang, oder? Nein, da entlang, hups. Tja, die Kämpfe hier sind jetzt natürlich alle ziemlich, ja, easy peasy im Vergleich zu dem, was ich jetzt gerade so hinter mir habe. Jetzt kann es natürlich sein, dass dieses Vieh sich immer wieder aufspaltet, wenn wir Pech haben. Aber mir ist egal. Da verfehlt er auch noch. Barrett, was machst du nur? Aber wir haben das Vieh sofort gekillt, von daher haben wir den Stress nicht. Wenn man früher gut XP AP haben wollte, hätte man natürlich diesen Kampf extrem in die Länge ziehen können. Und diese ganzen Viecher auftauchen lassen, aber nee, mittlerweile. Es gibt erstmal lange nichts, was wirklich an diesen XP, AP und Gil-Gewinn rankommt, den wir gerade eben schon hatten. Wir müssen wieder nach Süden und ich versuche es mal zu vermeiden, durch die Wüste zu fahren. Denn der Kampf mit der Harpie, wir haben es schon kennengelernt, ist nicht ohne. Und ich vermeide es gerne, wenn ich es kann. Ach, die beiden Brüderchen wieder hier. Na gut, dann Feindes können. Was nehmen wir denn? Machen wir 2-mal Matra-Zauber, das könnte echt reichen. Oh, und? Todesurteil. Na klasse, und es funktioniert auch noch. Super! Da sind die Phoenix-Federn. Gut. Hier zum Glück nur minimaler Schaden. Ach, der arme Barrett. Da kann man natürlich noch so viel HP haben, wenn ein Todesurteil funktioniert, ist man halt, wie der Name schon vermuten lässt, tot. Und die haben auch keinen anderen Angriff als dieses beschissene Hin und Her mit ihren Karten.
Immerhin sind sie jetzt so freundlich, Cloud ein bisschen zu heilen. Jetzt wieder auf Cloud. Okay, okay. Ich hab's gerade geschnallt. Peak. Okay. Und das ist wieder dieser minimale Schaden. Jetzt dürfte es aber reichen. Nein, das gibt's nicht. Das gibt doch nicht. Das hat schon wieder nicht reicht. Caro. Wieder mit diesem seltsamen Geldregen. Jetzt macht sie aber doch bitte mal fertig. Das kommt halt von dem Zorn. Das sorgt ja dafür, dass die Trefferwahrscheinlichkeit geringer ist. Geht doch. Geht doch. Das zieht die Folge alles nur unnötig in die Länge, Leute. So, eben klaut mal hier den Barrett-Helm. Und weiter geht's. Wir wollen jetzt nämlich nach Süden, Richtung Gongaga, wenn ihr euch erinnert. Uns wurde ja gesagt, dass sich Sephiroth irgendwo hier aufhalten soll. Aber in den Wäldern rund um Gongaga gibt es auch noch einen weiteren Feind, ein weiteres Feindeskönnen, das ich lernen will. Und ich hätte jetzt eigentlich ein spezielles Accessoire am besten anziehen sollen, um mich ein bisschen von den Effekten zu schützen, aber egal. Oh shit, ist noch auf beiden Seiten. Genau diesen Froschschlag will ich übrigens lernen. Genau den. Okay, dann machen wir Aqualunga einmal da. Hä? Wenn du normal bist, kannst du es nicht? Was zum... Das verwirrt mich ja total. Okay, ihr merkt schon, diese Typen hier sind sehr, sehr nervig. Aber Aqualung dürfte trotzdem noch genauso funktionieren wie sonst. Ja, jetzt kannst du natürlich nicht mehr, war klar. Boah, was zum... Alter, das kann ja Ewigkeiten dauern. Habt ihr irgendwie eine Rauchbombe oder sowas? Damit kann man nicht aus Kämpfen raus ganz schnell. Nee, sollte ich mir mal holen. Aber jetzt bist du doch gerade im Normalzustand. Eigentlich müsstest du doch genau jetzt können. Ey, jetzt sind sie alle am Schlafen. Wie scheiße ist das denn? Der Kampf kann ja ewig dauern. Einfach immer Angriff machen, solange wir können. Das Problem ist im Froschzustand. Jetzt schläft er dann wieder ein. Vor allem, das sind 6 Typen. Das dauert Ewigkeiten. Und fliehen können wir auch nicht. Nee. Ja. Und das reicht nicht mal. Oh Gott, das kann sich ziemlich in die Länge ziehen. Jetzt schläft er da wieder ein. Ja. Finde ich gut. Macht er jetzt wieder Froschgesang auf ihn? Er ist gerade erst wach geworden. Den Befehl konntest du vorher gar nicht machen. Der Computer cheatet mal wieder. Oh Gott, das ist ja der längste Kampf aller Zeiten jetzt. Ja klar, so wird das natürlich überhaupt nicht als Frosch. Oh, ist das nervig. Als ob der Froschschlag selber nicht nervig genug wäre. Items, hab ich irgendwas Gutes gegen die Viecher? Irgendwas, Bio 2 für Gegner, hier sowas mal. Wenigstens das. Ich muss nur noch hoffen, dass die Viecher nicht gegen Gift immun sind, so als Frösche. Und ihr merkt ja, wirklich einen Schaden machen die gar nicht. Die machen nur ihren Scheiß. Ja. Ja, einer immerhin schon mal. Wir können trotzdem noch nicht fliehen. Und der Schaden war wirklich scheiße. Wenn ich das mal so sagen darf. Hebt klein auf. Das bringt mir gar nichts. Die machen das ja die ganze Zeit immer wieder, immer wieder. Demi für Gegner hilft mir gerade auch nicht weiter. X-Tränke auch nicht. Demi 2 hilft mir auch nicht weiter. Klasse, super, wir kommen hier überhaupt nicht weiter. Jetzt bin ich wieder ein Frosch. Du müsstest jetzt gerade alles machen können. Oh. Sorry Leute, ich hätte wenigstens einen Charakter mit etwas ausrüsten müssen, nämlich den weißen Cape, dann wäre das alles nicht so schlimm gewesen. Ja, wir nähern uns.
Na gut, und immerhin ein bisschen Schaden machen wir doch noch, nicht nur einen Schaden. Ich glaube, sobald eine Seite frei ist, können wir immerhin fliehen. Mehr will ich auch gar nicht mehr mittlerweile. Oh Gott. Ja, wir haben es verstanden, mein Gott. Na, hast du es bald mal? Ja. 3000 Jahre später. Aber wie oft die auch rankommen, ne? Das ist so gemein und unfair vom Computer an der Stelle. Oder einfach nur nervig. Seht ihr? Die kommen tausendmal ran und wir nicht einmal, selbst wenn wir gerade wach gemacht wurden. Auch wenn unser Zug wahrscheinlich schon 1000 Jahre vor deren geplant wurde. Jetzt macht das Vieh doch mal fertig, Mensch. Ja, Froschgesang auf Cloud, ich hab's verstanden. Oh, hätte ich doch mal dieses weiße Cape einfach angelegt, dann hätten wir das Problem jetzt nicht. Ja, ich weiß, Cloud ist mal wieder dran. Schon verstanden, Arschloch. Es nervt tierisch. Ja. Jetzt können wir aber fliehen. Oh, wurde auch Zeit. Oh Gott. Das hat ja ewig gedauert. Okay, so. Zorn wurde von Barrett aufgehoben. Ach ja, weil er vorhin draufgegangen ist. Jetzt also, ne, Sicherheitsmaßnahmen. Weißer Umhang, Antifrosch klein, obwohl, das geben wir mal ihr. Nee. So. Und hast du den Powergriff? Oh. Ach komm, nee, doch, behalten ruhig. Dann gebe ich dir Anti-Schlaf. Musst du auch ganz okay. Immerhin. Oder? Ja, Anti-Schlaf, warum nicht? Die Silberarmbänder, die haben wir ja letztens nach dem einen Kampf gewonnen. Da kann ich eigentlich noch einen verteilen. Geben wir mal Aris ein. Die kriegt immer so viel aufs Maul. Dann kriegst du noch... Nicht, dass es eine große Rolle spielt. Ach, du kriegst gar nichts, scheiß drauf. So, von daher würde ich mal sagen, die Folge hat lang genug gedauert. Und das nächste Mal machen wir in Gongaga weiter. Wenn es so wieder heißt, Let's Play Final Fantasy 7. Mein Name ist Alex. Bis dann!